es gab eine gute alte Zeit. So werden Geschichtsschreiber lügen. Da konnte, so wie der reiche Mann, auch der Arbeiter gut verdienen. Das waren die 50er, 60er Jahre, wird man den Kindern sagen. Doch die Arbeiter wollten dann immer mehr. Da platzte den Reichen der Kragen. Da streikten zum Beispiel im Jahr 67 die Fliesenleger seit Wochen. Sie wollten mehr Lohn und hatten doch schon viel zu viel am Reichtum gerochen. So werden Schreiber vielleicht mal lügen. So lügen viele schon heute. Denn nicht mal um mehr Lohn geht's bei dem Streik. Den Erkämpften bedroht jetzt die Meute. Den bestehenden Lohn wollen die Herren kürzen. Sie wollen noch mehr verdienen. Und klappt's bei den Fliesenlegern, dann sind auch andere Tarife zu biegen. Für uns Arbeiter geht es heute darum, die Zukunft mitzubestimmen. Dass nicht in 10 Jahren gefaselt wird, die alte Zeit wiederzubringen. Wir hoffen, dass es später mal heißt, die Fliesenleger gewannen. Sie brachten mit ihrem berechtigten Streik alle Arbeiter besser zusammen.